Castle. Green left, west, you shift. F short, Spider 2, you banana, see over. So, schönen guten Abend. Montag ist erste Folge Dumme in Hadl. Ich freue mich narrisch. Und an meiner Seite der liebe Martin. Hallo Martin. Servus, ich flimmer ein bisschen. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum, aber das soll uns wurscht sein heute. Ja, der also. Ja, wie gesagt, erste Folge Dumme in Hadl. Die erste Woche ist quasi im Kasten in der NFL. Week 1 ist fast vorbei, bis auf ein Match. Wir zeichnen ja heute am Montag auf. Wir haben sich vorgenommen, jeden Montag, also wir werden, schauen Sie die Match an und am Montag machen wir so eine kleine Analyse, die wir euch wiedergeben wollen. Und heute würde noch fehlen die New York Jets, ja quasi der Super Bowl-Gewinner 2025, sage ich jetzt einmal. Trinkst du bei der Aufnahme? Ja, ein bisschen. Aber ich sage, wir trinken nichts bei der Aufnahme. Ja, genau. Und die San Francisco 49ers, die spielen heute noch. Das heißt, für euch immer in der Terminkalender anzumerken, wir zeichnen Montag auf und Dienstag wird das dann auf Football Alter auf den Channel ausgestrahlt. Ja, Martin, wir haben ja einiges vor heute, wollen es aber natürlich nicht zu sehr in die Länge ziehen. Martin hat anscheinend Kameraprobleme. Nein, ich bin als Ganzer ein bisschen damisch, aber okay. Jetzt ich wollte ja, dass man die Wäsche sieht. Ja, genau. Also man sieht ja auch, Martin, großer Saints-Fan, aber du bist ja auch Jets-Fan ein bisschen, so ganz wenig, oder? Ja, durchaus. Das können wir eigentlich einleitende Worte nehmen. Stellen wir uns vor, oder machen wir... das ja. Ist die Perversität, die er hat, auf alle Fälle. Das ist meine Abartigkeit. Ich stehe auf Teams, die nichts können. Das, bei den Saints geht es gerade, aber die Jets, na, schwer. Da bin ich dazu gekommen, weil wie ich das erste Mal in New York war, habe ich mal war in der Zeit, wo ich dort war, gerade ein Jets-Match, Jets gegen Dolphins. Und da habe ich mir gedacht, na gut, dann werde ich mich mit denen ein bisschen befassen, wenn ich mir die schon anschaue und so, Jets. Aber der Eindruck war toll und es ist, und das muss man schon sagen, wenn man zu so einer Mannschaft wie zu den Jets hilft, dann oder die, mit denen sympathisiert, ja, dann hat man ja zumindest 3 oder 4 Mal im Jahr die Freude, dass doch einmal was gewinnen und das ist dann ja schöner. Also du weißt ganz lieb ausgedrückt, ganz lieb ausgedrückt. Danke, danke. Nein, ich wollte gerade sagen, du weißt ja, ich bin auch, ich mag die Lions sehr gern, habe ja seit 16 Jahren leide ich ja mit denen. Jetzt sind es endlich einmal so, wo ich sage, geil, denen kann man zuschauen und ja, aber mein Nummer 1 Team. Die Saints. Ja, der Martin, kennengelernt haben wir sie eigentlich durch unsere Leidenschaft, also unsere zweite Leidenschaft, das Kartensammeln. Das heißt, wir sammeln ja auch NFL Trading Cards und verschiedene Sachen, da haben wir sie kennengelernt. Ja, und jetzt haben wir halt beschlossen, wir machen für euch diese Serie Dumme in Hadl. Ja, wir gehen immer von unserer Perspektive aus, wir wiederholen nochmal beide, wir sind leider keine NFL-Superstars, die in Pension sind und jetzt da unseren Senf dazu geben, sondern wir sind einfach nur Fans und geben das alles aus unserer Perspektive. Aber natürlich würde es uns freuen, wenn ihr uns WhatsApp oder dann unter dem Video in die Kommentare eure Fragen und alles da lasst und wir würden auch das geben, beantworten. Martin, ich würde sagen, spannen wir die Community nicht auf die Folge, also Community nicht auf die Folter und fangen an. Ja. Und gehen über. Wir haben hier natürlich für euch, ja, ihr seht, Name und das Titel passt, Two Man Huddle, Green Left West, also wir haben da einiges für euch vorbereitet, oder? Ja, nein, ich habe mir gedacht, das sind diese Kommentare, die im Intro, die man hört, haben wir gedacht, ich tue da ein bisschen, das ist so quasi das Startbild, dass man weiß, okay, jetzt fangen wir an. Genau. Und wir fangen auch gleich an und gehen weiter und da gehen wir natürlich gleich auf Vollbild. Man muss uns ja nicht immer sehen, es ist genug, wenn man uns reden hört. Ja, die erste Woche ist vorbei und da war natürlich gleich das Highlight-Match, das erste, das 2027 gegen die Chiefs. Ja, es war echt eine heiße Partie, unter anderem wieder sehr geile Aktionen von Mahomes. Ja, da ist einiges wieder gegangen. Ne? Ja, nominell. Das vorgezogene EFC Conference-Finale, wie viele ja. glauben, ja. Ist durchaus möglich, wobei, wie gesagt, nach einer Woche kann man noch nicht viel sagen, aber das wird sich im Laufe der Zeit werden sich schon noch andere Kandidaten finden, die da auch einen Anspruch stellen. Und andere, die vielleicht jetzt schon enttäuscht haben, wie die Bengals zum Beispiel, die gegen die Patriots quasi
untergegangen sind, aber nicht, weil, also ich habe mir das ja sagen lassen, ja, ich habe ja einen Patriots Insider und der hat gesagt, sie haben nicht schlecht gespielt, das war kein Feuerwerk an Offensivaktionen, aber sie haben es Keep It Simple gemacht, also Sachen, die funktionieren, spiel mal, viel Laufspiel, er hat gemeint, ich nenne ihn persönlich in Easy, die brauchen eigentlich nur mehr so einen Slot-Receiver, weißt du, so 5-6 Yards, schnelle Passes, dann sind wir kurz, haben wir kurz geredet, habe ich gesagt, na, was ist mit Tight Ends? Sagt er, ja, Hammer, aber das ist noch nicht so, sind alle solide, aber nicht Championship-reif, sagen wir es einmal so. Aber der Sieg gegen die Bengals, den musst du mal holen, das darf man nicht vergessen. Genau, und dann kommen wir gleich zum Ergebnis 16-10 und man muss eins dazu sagen, Joe Burrow ist, glaube ich, noch im Winterschlaf oder in der Sommerpause, weil das, was die Offense der Bengals da angeliefert hat, das war ja echt unterirdisch. Also ja, da ist echt nicht viel gegangen. Man hat glaubt, der Burrow schläft wirklich noch. Er hat auch so lethargisch irgendwie ausgeschaut, wenn man sich immer die Partie angeschaut. Das waren oft so Aktionen, das war nicht Joe Burrow. Also so wie man kennt, das war er nicht. Ich muss schon sagen, ich habe ja auch, ich stehe auf Statistiken, ich habe sie auch offen. 21 von 29. Okay, gibt schlechtere. 164 Yards. Ja, okay. Keinen Touchdown, keine Interception. Was natürlich bei denen mehr oder weniger funktioniert hat, war das Laufspiel, aber auch nur bedingt. Also wie gesagt, beziehungsweise der einzige Touchdown, aber bis in die Endzone geworfen, nie. Also das muss besser werden, weil sonst sind die Bengals in zwei Monaten weit weg. Genau. Ja, dann haben wir noch Samstag war dann noch die Green Bay Packers, haben 29-34 gegen die Eagles verloren. Zu der Partie kommen wir noch getrennt. War ein kleines Auweci und das werden wir dann noch besprechen. Ist das, ist das der internationale Ausdruck für das Tutsi Werwe? Ein Auweci? Auweci! Ein Auweci, genau. Dann haben wir noch die Steelers, die besiegen die Falcons. Das war auch eher, also wenn man die Partie angeschaut, das war ein bisschen so Not gegen Elend, jetzt nicht böse sein an beide. Aber anscheinend sind die Teams noch nicht wirklich so, wo sie hingehören, glaube ich. Ja, dann die Cardinals gegen die Bills. Da muss man dazu sagen, die Cardinals haben die Bills echt in der ersten Halbzeit geformt und vorgeführt. Murray war echt gut drauf, aber dann in der zweiten Halbzeit, also entweder sind die Bills dann munter geworden, oder war das der Klassiker von Murray, dass der einfach wieder zweite Halbzeit, das kennen wir ja irgendwie, wieder nicht ganz am Platz war. Aber sie haben dann 28-34 noch verloren. Ja, kann ich kurz auch noch was dazu sagen? Sie waren recht weit vorn. Und der Josh Allen ist ja ein Garant für Fantasy-Punkte, falls man Fantasy spielt. Und alle, die ihn gehabt haben, haben sich ungefähr bis zur Hälfte des dritten Viertels da. Schön. Er hat jetzt nichts. Der hat dann wieder solide gespielt, sage ich einmal. Und ich glaube, das zeichnet an Captain, beziehungsweise an Quarterback auch aus an Rückstand noch einmal aufzumolen. Es hat mehrere Rückstände gegeben die Woche, aber da muss ich sagen, das haben's gerade noch Bogen. Ja, stimmt. Ja, dann die nächste Partie, 17-24 Titans gegen die Bears. Bears mit neuem Quarterback, Caleb Williams, der First-Round-Pick, war am Platz. Ja, also viele, viele Stimmen, was ich jetzt in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis oder aus Deutschland, da habe ich sehr viele Freunde, die im Fanclub sind, gesagt haben, ja, First-Round-Pick, es geht schon wieder an, dort und da. Also ich habe ihn jetzt für die erste Partie nicht so schlecht empfunden. Er hat natürlich ein bisschen statisch auch noch gewirkt, ist aber klar, ja, es war die erste wirkliche Partie, wo er draufgekommen ist. Aber ich habe ihn jetzt echt nicht so schlecht empfunden, wie da bei vielen jetzt da geunkt wird schon wieder, ja. Ich habe mir die Stats angeschaut, die sind nicht berauschend. 14 von 29, 93 Yards ist überhaupt nicht besonders. Ja. Dem gegenüber steht natürlich das Laufspiel, das, klar, ein junger Quarterback gerne einen Ball abgibt. Es gibt immer ein bisschen Sicherheit. Aber er ist, und das habe ich rausgehört, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig in Erinnerung, er ist der fünfte Quarterback, der als Number One Pick im ersten Game einen Sieg holt. Na, das bitte. Das habe ich mit dem Schirm gehabt zum Beispiel. Na bitte. Ja. Also, bist du schon ein Pluspunkt für ihn? Ich kann mich stehen lassen. Ne? Ja,
eigentlich, er kann zumindest einmal gut schlafen das Wochenende. Genau, genau. Und er hat es auch leicht gehabt, aber da kommen wir auch noch dazu, gegen die ganz dezimierte Titans Offense, wo Derrick Henry fehlt und die mit dem neuen Quarterback Will Lewis, Titans mag ich auch ganz gern, aber das war jetzt einmal drei Jahre gut und jetzt geht es halt wieder in die andere Richtung. Genau. Dann haben wir Texas gegen die Colts. Da kommen wir dann auch später noch dazu. Da haben wir auch ein kleines Highlight-Video für euch. Und die Colts, ja, da spielt ja unser Bernhard Reimann, war wieder Starting-Position. War eigentlich eine ausgeglichene Partie. Beide Seiten junge Quarterbacks und haben beide echt alles gegeben. Und es war einfach eine schöne Partie, schön zum Ausschauen. Es ist immer hin und her gegangen. Ja, und ich glaube, von den zwei Teams werden wir sich noch mehr erwarten können. Von den Texans auf jeden Fall. Die waren letztes Jahr quasi... Geheimfavorit möchte ich jetzt nicht sagen. Ja, junges Team. Und sind aber dieses Jahr gar nicht mehr Geheimfavorit, wenn es da anhörst, wen die Colt haben. Ich kann es jetzt auch nicht auswählen. Ich glaube, Mixon. Mixon ist Berner, genau. Von den Bengals ist zu ihnen gegangen. Hätte ich mich vorbereiten können. Aber an sich das Team wirklich gut, überraschend gut und wie gesagt, gegen die Colts kann man schon gewinnen, wobei die Colts halte ich durchaus, also für mich sind die Colts durchaus ein Playoff-Kandidat, schon allein aufgrund des Laufspiels und von ihrer durchaus stabilen Defense. Ja, auf alle Fälle. Ja, Stefon Diggs ist zu ihnen gegangen, das ist einer von vielen, der angeheuert hat, genauso wie Cam Akers ist bei ihnen. Ja, sie haben da einiges an neuem Material dazu bekommen. Miles Bryant, GC Anderson ist bei einer. Joe Mixon ist einfach der eine Name, der wirklich in die Augen sticht. Dann, Mixon kann man schon sagen. Ich meine, das ist genau. andere Teams, hätten die gern. Also, ja. Ja, auf alle Fälle. Also da ist schon einiges dazugekommen und ja, man wird schauen, wie es weitergeht. Die nächste Partie ist 17-20 für die Dolphins und da muss ich dazu sagen, die Partie, wie man auch angeschaut heute noch, die Jaguars ja lange vorne und lange eigentlich die Dolphins dominiert. Tour war irgendwie komplett, keine Ahnung, was jetzt mit den Perro Tour etc., mit diesen gehypten Quarterbacks auf einmal los ist, aber die waren irgendwie nicht anwesend. Also dieses 17-20 spiegelt das Spiel nicht, muss ich auch dazu sagen. Ja, ich habe mir das angeschaut, Tour von den ganzen Quarterbacks, die wir jetzt angesprochen haben, 37 Passversuche, 23 anbracht. Das sind nicht ganz zwei Drittel, sagen wir es einmal so, aber 338 Yards in der Luft. Da kommen wir nachher auch noch kurz dazu. Also für Passes ist er ja zum Haben. Er hätte ja auch Anspielstationen genug. Ja, genau. Ja, die nächste Partie, zu der wir nachher später auch noch kommen, die Panthers gegen die Saints. Und da muss ich sagen, also eine inferiöre Leistung der Panthers. Nicht jetzt nur der Offense, sondern die Defense. Also mir ist ja vollkommen wie noch gleich mal, aber da kommen wir nachher dazu auf alle Fälle. Wie waren sich die Panthers Defense gedacht hätte, naja, in der Offense glaubt eh nichts, dann braucht man in der Defense auch nicht spielen. Also das war Wahnsinn. Aber nicht jetzt. Aber nicht jetzt natürlich die Leistung der Saints zu schmälern, ja. Aber da glaube ich, hätten wir zwar auch noch unsere Passer auch gerückt. Echt, also das war Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ja, also wir hätten beide in der Defense spielen können, weil für weniger, was die Defense zusammenbracht hat, hätten wir auch nicht zusammenbracht. Wobei ich kann die Leistung der Saints nicht schmälern. Wer mich aber kennt, weiß, ich bin eigentlich ein Sportmann. Also sagen wir so, denn die 47 Punkte kommen nicht von irgendwo, aber gegen jedes andere Team hätten die Saints keine 47 gemacht. Wobei man auch sagen muss, ab dem vierten, aber da kommen wir nachher noch dazu. Kommen wir dazu, genau. Zu der Partie kommen wir nachher auch noch. Die Vikings besiegen die Giants mit 28-6. Und ja, jetzt gehen ja da sehr viele Memes um mit Daniel Jones, der Mann, der mehr Touchdowns zum Gegner wirft wie zu seiner eigenen Mannschaft. Aber zu diesem Thema kommen wir dann noch. Ja, die Raiders verlieren gegen die Chargers 22-10. Ich muss sagen, das war die einzige Partie, die mich da extrem gelangweilt hat.
Weil da war hinten und vor, ja, da war hinten und vor nichts, was man wirklich taugt hätte oder was an Action wirklich da gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe es in der Red Zone, also ich habe natürlich die Saints-Partie gesehen und in den Werbepausen schalte ich oft auf die Red Zone um. Und der Anfang war schon ganz nett, wobei ich aber auch sagen muss, ich mag die Chargers. Also, ich meine, ich habe auch gegen die Raiders an sich nichts, aber ich mag die Chargers und habe eigentlich schon gewünscht, dass die gewinnen. Am Anfang hat es nicht so ausgeschaut. Aber in Wirklichkeit muss man dann sagen, ja, souverän, weil ich meine, du bist zwei Scores vorn, also ist quasi souverän. Ja. Genau. Dann die nächste Partie, die Broncos mit Bo Nix am Start gegen die Seattle Seahawks. Und siehe da, das Ergebnis ist eigentlich 20-26 gar nicht so dramatisch, denn die Broncos ja auch voriges Jahr eher das Team, das nicht vorhanden war. Ja, war eine gute Partie, war schnelllebig und das Ergebnis spiegelt sich wieder. Ja, siehst du, da hätten wir eigentlich auch, da hat es einen schönen Touchdown gegeben, einen Rushing Touchdown von Geno Smith. Aber wenn wir alle Highlight-Videos einblenden, Genau. Ja, dann haben wir noch die Cowboys gegen die Browns. Das habe ich mir heute in der Früh noch angeschaut, Richtung in die Firma, wie ich gefahren bin. Oh je, das sagt man nicht. Entschuldigung, nicht in der Firma. Also immer so vor der Firma noch angeschaut. Aber auf alle Fälle. Ja, Deshaun Watson, Katastrophe. Eine Katastrophe. Ich meine, der hat einen Mördervertrag bekommen, ja, mit quasi für Unsummen. Keine Ahnung, was mit denen machen, aber den kannst du meiner Meinung nach schmeißen. Und heute habe ich erfahren, Insider, dass Doug Prescott auch einen Mega-Vertrag bekommen hat. Richtig, habe ich gesehen. Ja, da geht es um Millionen. Das ist in Wirklichkeit unglaublich. Unglaublich. Watson 24 von 45, 169 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions. Doug Prescott, nicht besser, aber zumindest keine Interceptions. Beide Teams mit, ich sage jetzt einmal, guten 100 Yards, 150 Yards Rushing. Also mehr als in Wirklichkeit Passspiel war. Aber. Ja. Kann ich auch wieder was sagen, weil mir ist das ganz stark aufgefallen die Woche. Ich habe das Gefühl gehabt, der neue, also man kennt es ja umgekehrt, Running Backs fangen den Ball. Ja. Ja. Und dieses Mal in der Red Zone habe ich 7 oder 8 Mal, aber so offensichtlich gesehen, dass der Nummer 1 Receiver einfach mal Slot steht, reinrennt, den Ball nimmt und von der Line of Scrimmage zum Rennen anfängt. Ja? Also so Typen wie CeeDee Lamb, wer war denn noch alle? Wen habe ich denn noch alle gesehen? Also ein paar so Leute, die den Ball quasi nehmen und plötzlich Running Back spielen. Ja, ja. Vielleicht ist das vielleicht ist das jetzt in oder so, ja, dass die jetzt anfangen, in die Richtung zu variieren. Kann man gespannt sein, weil wenn die Receiver keine Passes kriegen, dann, warum soll man ihnen nicht den Ball in die Hand drücken? Anscheinend können sie es ja. Ja, sowieso. Und auch CeeDee Lamb zu erwähnen, der Bursche hat wieder Bälle runtergefangen. Die kann man sagen, das ist so wie das Bader-Abnormale. Da hat es einmal eine Serie gegeben. Ne? Echt Wahnsinn, was der fängt. Also der CeeDee Lamb ist echt genial. Ja, und dann haben wir die Commanders mit Jaden Daniels, auch ein junger, neuer Quarterback, gegen die Buccaneers. Und da muss ich ehrlich sagen, Mayfield war ja gar nicht so schlecht drauf. Es hat vieles funktioniert, aber trotzdem haben die Buccaneers noch sehr viel Arbeit vor ihnen, überhaupt in der Defense. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht, weil er halt schon ein guter Defense-Koordinator bei einer ist und da hätte ich mir mehr erwartet gegen die Commanders. Aber das Ergebnis, glaube ich, kann man so stehen lassen. Ja, ich mag die Bucks nicht naturgemäß, sind in meiner Division. Ich mag den Mayfield an sich, ich finde, er ist sehr sympathisch. Ja. Seine Zahlen von gestern, 24 von 30, ist schon stark. 289 Yards, 4 Touchdowns, keine Interception. Ja. Also der ist derzeit noch den Mega-Vertrag würdig, den er bekommen hat. Aber den hat er sich auch verdient, muss man auch offen ehrlich sagen. Der war sogar bei den Saints im Gespräch und alle haben gesagt, nein, den braucht man nicht. Also wenn ich den gekriegt hätte, den hätte ich genommen, muss ich da ehrlich sagen. Glaube ich da. Ja, und dann war jetzt noch am Montag, von Sonntag auf Montag quasi, in der Nacht noch die Rams gegen die Lions. Mhm. Und da haben sie die Lions mit 26-20 durchgesetzt. Ich muss gestehen, die Partie war die einzige, die ich nicht gesehen habe.
Ja, ich habe es heute vor der Arbeit gesehen, wie du. Und hab reingeschaut. Ja, es war in Wirklichkeit, die Lions waren, dass ich jetzt nicht lüge, ich glaube, sie waren fuhren 17-3, wenn ich mich nicht irre. Und 4 Sekunden vor Schluss waren es hinten 17-20, machen das Field Goal und kriegen in der Overtime machen den Touchdown und gewinnen die Partie. Okay. Wobei auch da die Quarterbacks durchaus geliefert haben, halt nicht unbedingt, also ich meine, an Stafford kennt man, der kann passen, der Kopf blüht dort auch auf, seit 2 Jahren schon, aber auch gerade bei den Lions das Laufspiel mit Montgomery und Jahmyr Gibbs war ganz stark, ganz stark. Ja, ja. Amon-Ra hat ein bisschen enttäuscht, möchte ich nicht sagen, aber ist klar, der kann jetzt auch nicht jede Partie 3 Touchdowns fangen. Na, passt, genau. Gut, dann gehen wir weiter. Wir haben natürlich die Standings, die werden wir schnell behandeln, weil da gibt es noch nicht viel zum Behandeln. Wir sehen in der AFC die Chiefs und die Chargers jetzt mal vorne, die Texans vorne, die Dolphins, ganz interessant, alle drei, die Bills, die Patriots und die Dolphins gewonnen. Ich hoffe, die Jets kommen heute dazu. Mhm. Dann gehen wir in die... Die größte Überraschung da ist auf jeden Fall, wenn du mich fragst, dass die Steelers, ich meine, Steelers, die wollte ich auch gerade sagen, ja, die Steelers. Steelers fuhren, weil die waren für mich so, die haben die Saison nicht existiert. Dann gehen wir in die NFC, da haben wir auch wieder drei Teams, die Vikings, die Lions und die Bears, die mit jeweils einem Win dastehen. Die Seahawks, dann die Saints und die Bucks und die Eagles und die Cowboys. Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen, die erste Woche, da können wir noch nicht viel berichten und noch nicht viel sagen. Mhm. Dann gehen wir weiter. Da hat sich der liebe Martin wirklich viel Arbeit gemacht. Wir sehen hier jetzt quasi die Martin. Ja, ich wollte gerade sagen, dass das Problem ist da hat man die NFL-Seite einen Streich gespielt, weil es war unmöglich im Laufe des Tages die Conferences zu sortieren. Ja. Das heißt, du siehst da lustig alle durcheinander von Rang 16 bis sonst was. Ich hoffe, das ist nächste Woche möglich. Wenn nicht, werde ich mir was einfallen lassen, dass wir es gescheit machen. Weil genau. Über kurz oder lang werden wir dann auch ab, weiß ich nicht, Woche 14 oder so, 13, werden wir dann auch Playoff-Pictures herzeigen müssen und da ist so eine Listen. Nee. Ja. Es ist eher nichts. Aber man weiß zumindest, wir wollen es präsentieren und wir wollen einmal den Überblick schaffen, wie es in die Conferences ausschaut. Genau, wir sind in der ersten Sendung und wir werden natürlich alles geben und werden uns verbessern. Und da sind wir gleich beim Thema. Schreibt uns gleich, wie euch die Sendung gefällt. Gebt uns Input, was können wir besser machen? Was wollt ihr noch dazu haben? Was können wir noch dazu machen? Das würde uns natürlich sehr freuen. Wie gesagt, ihr könnt es unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Ihr könnt es bei Football oder über WhatsApp. Also wir sind immer für euch erreichbar. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir die Winner der Woche. Ja. Martin, fang du an. Ja, wie gesagt, wir sind ja subjektiv. Das heißt, wir sehen sehr viel, wenn auch aus sportlicher Sicht, aber ich natürlich Saints-Fan und nachdem wir ja noch kein Voting haben und ich trotzdem mal das Saints-Match angeschaut habe natürlich, ist für mich ein Winner gewesen, gerade erste Halbzeit ganz stark, Alonte Taylor, 3-6 in einer Partie. Laut Statistik ist er der erste Saints-Spieler, der es schafft, in einer Partie 3-6 zu machen. Das habe ich nicht gewusst. 2,5 gab es natürlich, weißt du, es gibt ja immer den halben Sack und so. Mhm. Er ist der Erste, der es geschafft hat, 3-6 in einer Partie zu machen, wobei auch da war er, da gibt es einen, da ist er. Da hat der Zuschauer schon 3 Sekunden, bevor es einschlägt, gesehen, das wird jetzt wehtun. Und ich glaube, das hat den Young auch wehtan. Für mich ist das mein Winner der Week, weil ich die Saints mag und weil der Taylor eine Mörderpartie gespielt hat. Ja, ja. Ja, ich gehe heute für den Winner der Week mit Sam Darnold. Das kann ich auch begründen, warum. Erstens einmal, weil Sam Darnold mir sehr sympathisch war und wieder damals bei den Jets war. Ja, und der Gase war für mich eher so, ja, der Bursch hat nichts dafür können, dass er unter einem Gase spielen muss. Ja, das ist eine Sache, die tut sichtlich weh. Und darum war das für mich die Frage noch dazu, aber damals ja der Dobel
Logins oder wie der Kassel, und der war ja Quarterback-Coach und Offense-Koordinator, der in Spencer von King of Queens so ähnlich geschaut hat, der Typ. Und ja, und da kann ich mir ja vorstellen, was der Mensch mitgemacht hat. Klar war er dann das Jahr bei den Panthers wieder war, gut, aber die Panthers waren ja da schon am Sand, das heißt, das war jetzt auch nicht das Jahr. Jetzt war er dann bei den 49ers, ist hinter Birdie eigentlich mitgelernt, hat gelernt. Und jetzt bei den Vikings, ja, hat er eigentlich einen guten Coach. Und was noch dazu kommt, ist ganz einfach, dass er jetzt ja Josh McCown ist ja Quarterback-Coach bei den Vikings. Mhm. Und der war 2017 schon mit Sam Darnold bei den Jets. Ja. Ich glaube... Als Backup. Als Backup, genau, genau. Und ich finde, diese Partie habe ich echt zerlegt mit ihm. Es war jetzt nicht die Partie, wo man sagt, puh, Sam Darnold, der Gottbringer, der Heilbringer. Aber wenn man sich die Stats anschaut, er hat 19 Completion gehabt mit 208 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat er gefallen. Und was mir gefallen hat, dass er öfters under pressure war und trotzdem den Ball dort hingekriegt hat. Das heißt, diese Geistervision, die er früh immer gehabt hat, den war weg. Und wenn er das jetzt, die Giants waren jetzt nicht der Gegner, muss ich auch dazu sagen, weil die waren fast nicht vorhanden, aber wenn er das bei anderen Partien so rüberbringt wie dieses Mal, Chapeau, dann könnte noch was werden bei ihm. Und darum ist er für mich der Winner of the Week. Ja, ich möchte doch kurz anmerken, wir haben uns ja und das nicht nehmen lassen, dass wir da unten noch den Darnold in der Jets-Uniform reinhauen, weil ihn dort die meisten kennen. Und weil man natürlich gegen die Giants, weil er gegen die Giants gespielt hat, die haben zwar kein direktes Duell im Sinne von Division, aber es ist ähnlich wie bei Oakland, wollte ich jetzt schon sagen, also bei den Raiders und bei den 49ers, mhm. Die sagen quasi, da ist ein Brücken dazwischen und die Jets und die Giants spielen im gleichen Stadion. Stadion, ja. Ich glaube, es hat ihm jetzt nicht weniger Spaß gemacht, dass er gegen die Giants ging. Glaube ich auch nicht. Und außerdem muss ich fairerweise dazu sagen, auch wenn viele geschimpft haben, ich bin kein Giants-Fan, aber ich finde diese Throwback-Shirts cool und ich muss ehrlich sagen, das Giants geil ausgeschaut. Ja, ja, diese Hose, das ist so echt, weiß ich nicht, 50er-Jahr, 60er-Jahr-Style, aber echt, echt geil. Also die Dressen waren eigentlich die schönsten im ganzen Match von den Giants, das muss ich offen ehrlich sagen. die waren wirklich geil. Man muss auch sagen, zwei Touchdowns, eine Interception ist bei Gott nicht besonders. Aber das, was er gemacht hat, war gut genug. Auch da, glaube ich, kann man wieder sagen, gegen eine Mannschaft wie, wurscht, das heißt, sagen wir jetzt einmal die Browns, die eine Mörder-Defense haben, sagen wir die 49ers, da schaut es vielleicht anders aus. Ja. Genau, weil er auch mehr Druck hat. Aber er hat es auf alle Fälle in diesen Drucksituationen, wo er ja früher immer gestruggelt hat vom Feinsten und seine Geisterpass, wo er irgendwo ominöse Geister gesehen hat, das war nicht da. Und man hat gesehen, bevor er einfach irgendwo hier hat, hat er auf Zeiten gehabt. Also er hat wirklich dazugelernt. Und ich hoffe, dass das ihn weiterbringt und dass er da heuer bei den Vikings wirklich noch vielleicht sogar noch einen Vertrag kriegt auf Jahre gesehen. Gut, dann gehen wir weiter und jetzt kommen wir zum Loser of the Week. Da fange ich an, lieber Martin, und zwar für mich der Loser of the Week, nicht Bryce Young, weil ich ihm das setze. Den Mann nehme ich komplett in Schutz. Aber diese Panthers O-Line, wenn ich der Head Coach bin oder der O-Line Coach dort, nimm ich die am ersten Wochenende und schmeiß die alle raus. Was der Busch einstecken hat müssen, was der Watschen gekriegt hat hinten und vorn, da ist nichts gegangen. Weit und breit nichts. Diese ganze Offense, wie gesagt, und für mich war dann auch noch das, wie wenn die Panthers dann gesagt hätten, die Defense, naja, wenn die Offense eh nichts aufs Ding sind, dann hören wir auf zum Spielen. Also da war gar nichts. Also für mich sind die Carolina Panthers als Team die Verlierer der Woche. So was Emotionsloses wie dieses Match, Katastrophe. Ich kann recht wenig dazu sagen, weil ich habe mich gefreut, jedes Mal, wenn sie Mumcourt haben, aber es stimmt schon, in Wirklichkeit, also die ganze Mannschaft, die ist bis zur Halbzeit nicht gestanden, 33 oder 33-3, ich müsste jetzt lügen. Wahnsinn. Und ich schaue mir jedes Match von Anfang an, gestern ist nicht gegangen, weil ich mich mit dem scheiß Game Pass geärgert habe und habe es da ein bisschen später geschaut und dann schalte ich ein, steht schon 23-0, haben wir gedacht, na super, das gibt bei Kindern, machen die Saints keine 23 Punkte und ich verpasse im ersten Viertel. Ja. Ja, da muss der Headcoach Steve Canales noch einiges reparieren und richten, aber die O-Line ist echt eine Katastrophe. Also der hat mir wirklich leid da, weil egal wo er hin wollte, links, rechts, ja, und auch wenn er rennen wollte, ja, war schon wieder einer von den Saints da. Und ich weiß nicht, du hast
wie du das gesehen hast, ja, die waren ja oft unblocked. Ja, da war keiner da. Ja, also keine Ahnung, was die für ein Gameplan gehabt haben. Auf alle Fälle hat der nicht zu einer gepasst. Ja. Hat mir auf jeden Fall gefallen, aber ja. Ja. Für mich der Loser of the Week hat es ein paar gegeben. Ich habe gerade reingeschaut und das hat mir ein bisschen leid dann, weil an sich mag ich die Titans. Habe ich eh schon gesagt, das gibt es auch eine Geschichte. Das war eigentlich das erste Team, wo ich gesagt habe, erst Logo cool, Name cool, Tennessee, ja. Das war in die, weiß nicht, also 98 oder 99, den Super Bowl, den sie da verloren haben gegen die Rams, glaube ich. Ich müsste jetzt lügen oder packen, ich bin jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall, der ist schwer. Jetzt haben sie Sachen weggenommen. Er hat sich bemüht, das möchte ich ihm nicht vorwerfen, oder wie sagt man, das möchte ich ihm nicht unterstellen, dass er es nicht gemacht hat. Bringt 19 von 32 an, macht einen Touchdown, okay, wirft zwei Interceptions und am Schluss macht das so einen depperten Shuffle-Pass, so ja, aus dem Handgelenk raus, direkt in die Hände von der Bears-Defense, ich weiß gar nicht mehr, wer angefangen hat. Und da haben sie in Zeitlupe, habe ich nachher 6-6 gesehen, haben wir gedacht, oje, oje, du wirst auch noch was lernen müssen. Loser klingt hart, aber ich sage, bringt er den Pass an, könnte die Overtime gehen und dann hätten sie als Titans-Sympathisant, darf man Sympathisant sagen, ich bin mir nicht sicher. Ja, also bei uns darf man es. Hätte ich mich gefreut, das heißt, ich sage, die Partie ist verloren gegangen durch seine Interceptions und den Shuffle-Pass am Schluss. Okay. Ja, die Titans ja nur zur Geschichte, das waren ja einmal die Houston Oilers. Mhm. Und da muss ich ja dazu sagen, gibt es ja in Österreich auch eine Geschichte, und zwar hat es einmal die Fishermen der Oilers gegeben, wo ich gespielt habe. Und die haben ja annähernd oder fast ähnlich dieselben Dressen gehabt wie die Houston Oilers. Also wir machen einen weißen Helm gehabt mit Ölbohrturm etc. Also eigentlich ein ganz geniales Team, ja. Ja, weil bei Fishermen, das ist nicht weit weg von der OMV. genau. Die Fishermen, OMV, Oilers. Genau. Gut, gehen wir weiter und jetzt kommen wir zu einem Thema, das wir vorher schon gesagt haben. Wir haben das Play of the Week und da spielen wir euch jetzt kurz ein Video ein und viel Spaß. Third and 15. Richardson has time, loads up, going deep. Pierce is down there, and it is caught by Pierce. Again, Richardson deep to Alec Pierce. Yeah. Ja, Martin. Richardson, an langen Pass auf Alan Pierce. Ich glaube, es waren 75 Yard. Ja, es waren 58, glaube ich. Oder 58, ja, aber genau. 58 in der Luft. Und man unterschätzt das, dass es 58, es gibt, glaube ich, da gibt es auch eine Statistik dazu, habe ich erst gehört, war das sowas wie den letzten Pass, der 58 Yards in der Luft war, der war 2006 oder sowas. Also das kommt jetzt nicht so oft vor. Ein 80-Yard-Touchdown macht man schneller mal, wenn du 30 wirfst und der rennt 50. Ja. Aber macht man auch nicht schnell, aber die 58 Yards in der Luft waren auf jeden Fall beeindruckend, ja, dass er das überhaupt zusammenbringt. Das traut man ihm auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so zu. Ja, muss auch dazu sagen. Schon auch großartig, muss ich auch sagen. Ja, und ich muss dazu sagen, ich spüre Maiden und da habe ich in zwei Ligen die Colts. Und da habe ich das auch schon zusammengebracht. Nicht auf Biers, aber ich habe es zusammengebracht. Also er hat auch gute Stats in Maiden und von daher wird es funktionieren. Darum ist es auch mein Play of the Week und das Video von mir. Ja. Gut, dann kommen wir zum Play of the Week von Martin und da haben wir auch für euch ein Video vorbereitet und ja, gehen wir es an. Recovered in the end zone, 20, it goes back, first and 10, to a Tagovailoa. Armstead the block, and he's going deep. He's caught Hill! Foot race, driving, 36! Oh, he's on the goal! Was ich sage, der klassische Tour, oder? Tour und Hill, da sind wir genau bei der Situation. Er wirft halt, ich habe jetzt nachgeschaut, Ball ist ungefähr 33 Yards in der Luft. Wenn man die Line of Scrimmage abzieht, ein bisschen weniger, aber 33 Yards in der Luft. Und der Tour rennt halt nachher noch einmal seine 45. Ne? Dann ja, kommt auf 80 auch. Der Tour, sage ich, Entschuldigung. Der Hill. Rennt seine Yards und der ist ja auch kein langsamer. Ne? Aber hast du gesehen, wie der auf einmal Stoff gegeben hat?
wie der Gas gegeben hat. Der Corner ist einfach stehen geblieben, weil er gesagt hat, okay, aber wenn ich wollte, da wische ich den Typen nicht. Der muss ja Rollschuh gebaut haben, das gibt es ja gar nicht. Sie haben, ich weiß nicht, ob das noch so ist, sie haben ja irgendwann einmal gesagt, die vier schnellsten Spieler in der NFL, laut Combine und, davon sind drei bei den Dolphins unter Vertrag. Das ist der Hill, noch im zweiten Game, dann der Running Back, also die haben einfach wirklich mörderschnelle Spieler. Und wenn ich der Corner bin, also ich sowieso nicht, aber selbst ein guter Corner in der Liga, also wenn der einen Schritt vor mir ist, dann hast du keine Chance mehr, dann ist es vorbei. Du kannst weder so schnell auf seine Haxen fliegen, noch halten, das ist unmöglich. Ja, und bitte schauen wir uns das Video bitte noch einmal gut an. Schaut einmal. Zwei Mann und der letzte, mit dem ist er auf Höhe. Das heißt, der Fünfer ist noch vor ihm, ja? Und jetzt passt es mir auf, bitte. Man muss schon sagen, also der ist in Vorwärtsbewegung. Der Corner steht läuft rückwärts oder seitwärts. Muss er aber auch, weil sonst hat er keine Chance. Ja. Und dann ist vorbei. Also der hat seinen Schwung und rennt vorbei. Der war, ich würde sagen, 1,5 Meter Luftlinie dahinter, aber keine Chance. Aber weiß man ja eh, wie es ist bei ihm. Ne? Genau. Ja. Wenn ihr Highlight-Videos habt oder was, was ihr vielleicht sehen wollt, also wir haben immer unsere Highlights, das ist für uns das, aber wir können gern von euch auch einspielen, was ihr sagt. Heißt, das hätte ich gerne nochmal sehen. Schreibt uns, würde uns natürlich sehr freuen. Das ist überhaupt kein Problem, dass wir die Videos einbauen und selbst wenn uns fünf Leute schreiben, zeig mal bitte den das und das und jenes, na dann spielen wir halt 5 Videos. Ist ja okay. Genau. Aber was plaudern und die Leute, die sich dann am nächsten Tag vor der Arbeit und nicht im Auto und nicht im Auto, die haben dann auch was zum Schauen und ja, ich finde es ganz cool. Wir haben's da. Ja, genau. Gut, dann gehen wir. Eine kleine Frage, mir selber mir gefällt der Rahmen von dem Video nicht, der ist sehr unscharf. Da werde ich noch basteln oder da werden wir noch basteln, aber. Das schauen wir, was wir hinkriegen. Gut, dann haben wir das Oje oder das Auchi der Woche und das ist Ovechi und das ist natürlich für alle Packers-Fans derzeit katastrophal. Wir werden euch das Video zeigen und zwar gehen wir da gleich rein. Wir haben den Ton weggeschalten. Man sieht jetzt, wie Jordan Love quasi von oben gedeckelt wird, von unten quasi gehalten wird und natürlich, das ist eine Konstellation, die nie gut schmeckt, denn der Fuß geht danach, das sieht man dann, wenn das Video weitergeht. Das heißt, ein bisschen Geduld und jetzt schaut es hin. Also das bewegt sich alles so, wie es sich nicht bewegen soll. Schaut natürlich nicht sehr lecker aus und man sieht dann auch, wieder hinausgeführt wird Jordan Love. Und Martin, jetzt wurde ja schon gesagt, dass er wahrscheinlich 3 bis 6 Wochen ausfällt. Also 3 bis 6 Wochen soll er ausfallen. Und es wird jetzt gerätselt, was macht man? Und das sagen in den Foren und auch in den ganzen Social-Media-Seiten. Ich habe einen Freund, der Packers-Fan ist in Deutschland, der sagt, ja, jetzt hat man auf einmal mit Tannehill herum da, weil der annähernd so den Spielstil von Love hat und jetzt wissen sie nicht, was machen sollen, weil das ganze Playbook war auf einem mobilen Quarterback zugeschnitten. Ja, ich weiß nicht, für die Packers, glaube ich, ist eigentlich gering, wenn der jetzt wirklich 3 bis 6 Wochen ausfällt. 3 Wochen kann man noch überspielen irgendwie. Erinnert dich an die Patriots, die haben oft ihre Preseason verlängert. Das wissen wir ja. 3 Partien, ich sage jetzt nicht verloren, aber ganz, ganz schlecht spielt und dann haben sie alles gewonnen. Also 3 Wochen ging jetzt, 6 Wochen, aber bei 6 Wochen ist zumindest einmal klar, es ist kein Bandelriss. Also, oder dann, ich habe noch nicht gelesen, was es ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, was ich gelesen habe, ist eine Überdehnung vom Kreuzbandriss, aber ist, wie gesagt, es dürfte jetzt nicht, aber das sind alles so inoffizielle Geschichten. Offiziell ist er noch nicht verlautbart. Auf jeden Fall nicht schön. Ja. Ich würde sagen, das ist unser kollektives Ojechi, wie haben wir gesagt? Ojechi. Auch da natürlich, wenn irgendwer Verletzungen, ich meine, Verletzungen sind nicht schön, aber wenn irgendwer Verletzungen oder Videos hat oder Tackles, wo man sich denkt, beim Zuschauen schließt sich schon jede Körperöffnung,
Man muss sich nicht einmal verletzen, aber wenn man überhaupt so einen super Deckel hat, da gibt es ja eh viele. Und wenn ihr was setzt, dann schreibt uns ganz einfach an und wir schauen natürlich. Ne? Das kriegen wir hin, da haben wir was zum Plaudern, so ist es. Genau, genau. Gut, dann gehen wir weiter und da gehen wir wieder auf Vollbild, denn da haben wir jetzt die Statistiken von den zwei paar Teams. Das ist also, und das haben wir jetzt genau beim Thema Voted Game. Das heißt, da könnt ihr Spiele bei uns voten, beziehungsweise reinschreiben, welches Spiel, wo wollt ihr eine Statistik haben, wo wollt ihr sehen, wie die Stats sind, was funktioniert hat. Und Martin, das ist eher deine Welt. Naja, also ich mag Statistik sehr gerne. Es ist, ich muss auch sagen, es ist schwierig, komplette Spielstatistiken so zu präsentieren, könnte man auch von Seiten, man könnte mehrere Seiten machen. Ich glaube nur, dass es für den Zuschauer nicht so interessant ist, vier Seiten Statistiken geben. Genau. Das sind halt die Matches, die wir uns angeschaut haben, weil wir uns dafür entschieden haben. Und da kann man eben das, was man vorher gesagt hat, kann man ruhig einmal über das Match reden. Also was ist passiert? Die Vikings geben in Cousins ab. Die Vikings-Fans nach den letzten oder nach der letzten und der vorletzten Saison waren ja eigentlich überzeugt, sie können da mitspielen. Und es gibt eine Statistik, aber ich glaube nicht vom letzten Jahr, sondern vom Jahr davor, dass wenn die Vikings, die, so dass ich jetzt richtig sage, es gab eine Statistik, dass wenn du die Halbzeit und das Ende der Partie jedes Mal vor der Two-Minute-Warning beendest, wären die Vikings in der vorletzten Saison am Schluss bei 17-0 gestanden. Okay. Das heißt, sie haben quasi vor, also nicht letzte Saison, sondern vor zwei, die ganzen, nicht die meisten Punkte, aber die Spiele verloren und die natürlich dementsprechend auch sehr viele Punkte in den Two-Minute-Warnings bekommen, also vor der Halbzeit und danach. Woraufhin sie dann letzte Saison eh nicht besonders gut gespielt haben, aber ähnlich effizient. Der Cousins hat schon, was er tut. Okay, also behaupte ich jetzt einmal. Ja. Ich habe einen Vikings-Fan, einen Vikings-Fan, der sagt, naja, was tun wir jetzt? Jetzt haben wir den Darnold, wer weiß, viel kann sich ja nicht geändert haben. Ja. Sehe ich nicht ganz so. Ich habe mir das dann angeschaut. Es hat sich sehr wohl viel getan. Nach außen hin vielleicht gar nicht so arg. Und man möchte meinen, dass die Vikings-Mannschaft noch steht. Und jeder hat gewartet drauf. So, jetzt kommt der Darnold daher, liefert mehr oder weniger ab. Also so viel wie notwendig war, sagen wir es einmal so. Aber zumindest weit solider als in New York. Auf der anderen Seite spielen die gegen die Giants. Auch wieder sagen. Wir haben uns nämlich gerade die zwei Partien rausgesucht gegen die vermeintlichen, gegen das letzte Team nach der Regular Season. Weil wieso? Giants als auch die Panthers sind vermeintlich nicht vorn dabei, ne? Am Schluss der Saison. Ja, nicht ja. Das heißt, er macht gerade das, was notwendig ist. Wenn man sich das anschaut, ein Singletary macht 37 Yards. Ein Jones selber macht 15 Yards. Das heißt, rennt auch noch sechsmal. Okay, das kommt da mal vor. Und dann war es das. Ja. Das war das Laufspiel der Giants. Ja? Ja. Bei den Vikings haben es halt Aaron Jones. Gut, wenn ich den nicht habe, dann kann ich mich verabschieden, weil sonst ist nicht mehr viel. Ja. Donald rennt auch noch selber, aber Jones fast 100 Yards. Ja? Macht einmal 19, macht einen Touchdown, Average 6,7. Das heißt, dem gibst 14 Mal den Ball und der macht im Schnitt knappe 7 Yards, was großartig ist, wenn du weißt, eine Dritter und 4, Dritter und 5, Dritter und 6 ab Bank. Das heißt, der hat ihn in Darnold schon einmal stark entlastet oder einfach, ja genau. Ja, das heißt, dem kannst du den Ball geben. Wir haben ja schon gesagt, Darnold, 19 von 24, ich hätte schon gern jedes Mal, dass der Derek Carr 19 von 24 anbringt. Das glaube ich da, ja. Ein Quarterback-Rating von 113, okay, wie gesagt, das, was er halt machen hat müssen. Der längste Pass, 44 Yards, okay, also alles im Grunde in Ordnung. So, und jetzt kommen wir dazu, was sie eigentlich haben, die Vikings, oder was sie vorher schon hatten. Einen Jefferson, einen Edison, die miteinander knappe 100 Yards machen, einer der Jefferson macht den Touchdown, und dahinter aber noch Leute, die einfach
25, 27, 15 Yards machen. Das heißt, und der Darnold ist ja kein Läufer. Der ist ja ungefähr so mobil wie Bahnschranken. Ja, ja, ja. Genau, also so Kategorie Brady, Breeze, so nett für Renner, ja. Und genau das hat er aber geschafft. Bringt ihn viermal an den Jefferson an, bringt ihn dreimal an den Edison an, so wie ich gerade gesagt habe, machen miteinander, was haben wir da, 80, 94 Yards. Und drunter noch zweimal, also solide 200 Yards, da kann man nichts sagen. In Wirklichkeit hat er alles richtig gemacht und wenn es einmal eine Arsch-Situation ist, abgeben an Jones. Und das hat funktioniert. Huntings und so weiter sind da jetzt drinnen, sage ich gleich dazu. Es ist gar nicht so leicht, eine Statistik zu finden, die dann herpasst. Es sind leider auch keine Defense-Werte da. Auch da werden wir uns was überlegen. Gerade für die Leute, die wirklich gerne die Defense sehen oder die Defense-Statistiken sehen. Also das bitte noch uns nachsehen. Oder auch gerne in die Kommentare reinschreiben, hört's zu, macht's mehr Defense. Ihr könnt es auch reinschreiben, scheiß auf die Defense, macht es für, also egal, dann machen wir das. Also das ist nicht in Stein gemeißelt. Der Eindruck war, so wie du es schon gesagt hast, ich habe mir es ja auch angesagt, angeschaut, der Eindruck war auf jeden Fall, jetzt haben sie ihn, der hat eine Mannschaft, die funktioniert. Ja, sie hat sich geändert, also es ist nicht dieses nur, da hat sich ja nichts da. Es hat sich relativ viel geändert, vor allem auch in der Defense. Aber sie funktioniert und sie haben sich in Darnold geholt. Also ich glaube, eine Vikings-Mannschaft mit einem, weiß ich nicht, mit einem Murray oder sowas, das hat, also weiß man nicht, aber glaube ich nicht, dass die funktionieren wird. Darnold ist einer, der drei Schritte zurück macht, schaut, gibt es dem eine halbe Sekunde mehr, als er bei den Jets gehabt hat, bringt er seine Passes an, wie man ja sieht. Ja. Wie gesagt, die Interception lassen wir jetzt mal aus. Da gibt es genug Quarterbacks, die auch einen geworfen haben, aber das war grundsolide und ich habe in Wirklichkeit in der ganzen Partie kaum eine Schwäche gesehen bei den Vikings. Na, nicht wirklich. Bei den Giants, ja, kann man nicht viel sagen. Wir hätten in Wirklichkeit die Giants auch zu Loser of the Week machen können, aber finde ich, ja. Es war zu erwarten, sagen wir mal. Es war zu erwarten. Bei den Panthers habe ich es nicht ganz so erwartet. Ja. Nicht, wie es ist. Na, dann gehen wir aber gleich weiter und dann sind wir natürlich schon bei der nächsten Partie, die Panthers gegen die New Orleans Saints und da sehen wir natürlich sehr stark Kamara, ja, wieder seine 83 Yards, ja, Average 5,5, das heißt, das ist schon toll, wenn du mal 5,5 hast, ja. Das passt schon, wobei man sagen muss, Miles Sanders mit seinen 4,4 hat zwar nur 22 Yards, aber ja, der kleine Miles Sanders hat eh Gas gegeben. Von den Running Backs her bin ich gar nicht so enttäuscht gewesen. Die haben eh das Mögliche gegeben. Aber die O-Line war halt einfach, ja. Ja, also man muss auch dazu sagen, Kamara hat deswegen nur 83 Yards und nur einen Touchdown, weil er im, ich glaube, ab der Hälfte vom dritten Viertel schon immer gespielt hat. Da haben wir auf Jamal Williams gewechselt. Genau. Was ich auch lustig finde, weil ich glaube, ich habe gestern in der Red Zone eine kleine Randnotiz. Ich weiß nicht, wie oft ich Williams gehört habe. Ich meine, es ist schon klar, das ist ungefähr so wie Michi Müller, ja. Aber ja. In jeder Mannschaft haben die mindestens zwei Williams. Ja? Ja, egal, was der eingesetzt hat, da war immer ein Williams dabei. Aber ich muss jetzt einmal nachschauen, wie viele Williams es wirklich gibt und von wie viel. Das ist interessant. Ja. Die Rams haben an, die Lions haben an. Also überall gibt es andere. Das Williams ist wie Meier, Huber, Müller, ne? Ja, genau, so habe ich das Gefühl auch. Genau, der hat gespielt. Im dritten Viertel hat der Derek Carr schon nicht mehr gespielt. Der hat seine drei Touchdowns alle in der ersten Halbzeit gemacht. Die, muss ich dazu sagen, waren, also auf dem Shahid, der war klar, das ist ein pfeilschneller Spieler, das ist eigentlich unser Punt-Returner und Nummer 2 Receiver hinterm Olave. Olave war gar nichts, war nicht viel. Der war fast der vorhanden, bin ich mal vorgekommen. Genau, der gibt einen Pass auf einen 40-Yard-Pass auf den Shahid ab, der rennt halt rein, macht den Touchdown, mit dem rechne ich. Fantasy-Geheimtipp vielleicht für die, die nicht so viel Saints schauen. Die anderen zwei waren auf Tight Ends. Mhm. Wobei, also ich kenne ja den Derek Carr und der Erste, der hat gerochen nach Verzweiflung. Ja? Ist halt gut aufgegangen. Der Zweite war hoch und quasi
nach hinten in die Endzone und da ist der, da ist der Juwan Johnson gestanden. Mhm. Hinter ihm ist noch einmal der Foster Moreau gestanden. Das heißt, der Juwan Johnson hätte dem Leben nicht aus Out of Bounds fallen können mit dem Ball. Und ist halt einfach 1,5 Meter hoch gesprungen. Aber er war effizient, aber er war nicht schön. Und es war ein, beim Werfen habe ich, kennst du das, wenn du vorhin so alles zusammenzwickst, weißt du schon, mit ja, ja. Ja, genau so ist es mir gegangen. Entschuldigung. Nichtsdestotrotz, 3 Touchdowns in der ersten Halbzeit mit einem Quarterback-Rating von, wo haben wir es denn, 140 oder so, 142. Ja, kann man nicht trauen. Jack Heener ist reinkommen, hat wirklich nichts anderes gemacht als einen Pass. Der ist nicht ankommen und ansonsten nur mehr Laufspiel über Jamal Williams. Deswegen Jamal Williams, also Entschuldigung, nicht nur Jamal Williams, aber einfach sehr viel Laufspiel, einfach nur abgegeben, kurze. Und am Schluss haben es auch wirklich schon nachlassen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir 50er noch voll machen, aber ja, wie es halt ist, ne? Aber es war gut so. Und sagen wir uns ehrlich, lieber 47 und nichts riskieren, weil ich meine, die sind eh nicht aufgestellt für den Super Bowl. Wenn es einmal in der Halbzeit was 30-3 oder nach dem Drittel irgendwie, weiß nicht, 37-3 steht, dann muss ein Kamara auch nicht mehr spielen. Am Ende der Saison lasse ich es mal vielleicht noch einreden, wenn ich sage, oh, da muss man jetzt noch irgendwie, aber auch da nicht in Wirklichkeit. Ja, ja. Also das war wie es ist. Ich habe jetzt die Saints eh genug gelobt. Schauen wir uns einmal tatsächlich die Panthers an, weil naja, du hast im Bryce Young, also hervorzuheben ist der Leggett, das ist der Rookie Receiver und der hat 7 Targets gehabt mit 35 Yards, ein Average von 8,8 für einen Rookie Receiver, echt gut. Ja, das Passing Rating ist halt ja nicht wirklich vorhanden, weil ja nie was ankommen ist oder nicht viel ankommen ist, ja. Bryce Young hat 161 Yards, ja, dafür 2 Interceptions, ja, ein Rating von 230,8. Ja, ein armer Hund. Ich kann es nur noch einmal sagen, ein armer Hund. Ja. Genau, und er hat teilweise nicht einmal die Zeit gehabt, den Ball abzugeben. Gar nichts. Ja. Zum Beispiel hätte es vielleicht noch gereicht, aber das wäre zu offensichtlich gewesen. Und so diese Trickspielzüge mit einem Schritt machen und dann vielleicht raus auf dem Running, die Zeit hat er nicht. Nicht einmal irgendwann, ja. Es sind ja oft schon Sanders und der Hubbard sind ja oft schon gefressen worden an der Line of Scrimmage, weil die O-Line einfach auslassen hat, ja. Und es waren ja echt viel unblocked Sex oder Tackles, die an ihm gesetzt worden sind und dann die Running Backs, wo man denkt, ach, das gibt's ja nicht. Also bei aller Liebe, irgendwo stimmt da nicht. Entweder war wirklich das Playcalling Chaos oder war der Gameplay einfach nicht der, den sie gebraucht haben. Aber ja, von daher, von den Statistiken her, finde ich ganz einfach, ja, das sind gar nicht zum Erwähnen, weil der Bursche ist einfach arm gewesen bei der Partie. Ich hoffe, dass da jetzt lernen und umstellen, dann müssen sie was machen. Wenn sie da nichts machen, den kannst du in den Müll hauen. Nach 3 Partien kannst du den wegschmeißen, den Typen. Aber nicht nur er, sondern du kannst ihn gar nicht sehen, dass weg kann, den Hubbard kannst du weg kann und die Receiver werden sowieso verzweifeln, wenn die nie Bälle sehen. Ne? Der Thielen hätte schon fast gerät. Also ich kann auch noch sagen, abschließend, ich wünsche mir auch, dass sie sich verbessern und zwar deswegen, dass sie dann den anderen Divisionskollegen, Konkurrenten, dass sie die ein bisschen mehr ärgern. Aber ja, wie gesagt, kein Vorwurf. In der Höhe war es nicht zum Erwarten, meiner Meinung nach. Nein, überhaupt nicht. Du, wir haben eigentlich schon viel gesagt, weil wir uns auch vorstellen wollten. Aber ich fordere dich ja jede Woche heraus, Michi. Michi, sage ich. Andi. Ich fordere dich ja jede Woche heraus, ja? Ja. Weil, ich meine, du weißt das ja schon, aber ich erkläre es jetzt einfach. Ich finde das Format ganz gut. Wir wissen ja jetzt schon, also ich weiß zum Beispiel, oder du hast ja auch schon gesagt, die Jets sind Super Bowl-Sieger 25. Bei mir sind es andere. Aber wir werden jede Woche eine Super Bowl-Prediction abgeben. Also quasi einmal in der Woche mit den Teams, die wir glauben. Genau. Und ich war so aus den Socken, dass mir gleich das N runtergerutscht ist. Der Marti! Ich muss ich mal anschauen. Aber Marti ist auch in Ordnung. Ja. Und da werden wir zumindest einmal in der Woche abgeben, wer denn Super Bowl spielen wird. Sehr oft ist das ein Funken Hoffnung. Sehr oft ist das dann auch
Ja, überzogen, ja, teilweise überzogen. Aber es soll auch nichts anderes sein. Am Ende des Jahres hoffen wir, dass einer von uns irgendwo in irgendeiner Zeit in den richtigen Tipp hat. Richtigen Tipp gehabt hat, und wenn nicht, ist auch wurscht. Aber weißt du was, Martin? Wir setzen der Ganze natürlich, dieser ganzen Gans da, dieser SB-Pick, die Krone auf, und der die meisten, oder der den richtigen Tipp hat, ja, lädt den anderen ins Schweizer Haus auf eine kleine Stelze und ein gutes Bier ein. Was, der den richtigen Tipp hat, muss auch noch zahlen? Nein, nein, der wird, entschuldigen, der nicht hat, der zahlt, so machen wir es. Okay. Ja, aber der Sieger wird vom Verlierer eingeladen, also du lohnst mir ein quasi. Ja, ja, ich habe es genauso befürchtet, das auch. das können wir schon machen, das wird sich schon ausgehen. Da habe ich dann noch ein bisschen mehr Motivation, richtig zu tippen, wobei ich glaube, ich habe den Super Bowl jetzt schon quasi erraten. Ja, also ich konnte ja die Jets nicht spielen, weil die heute spielen, muss ich dazu sagen. Aber ich war so fasziniert von Darnold und von den Vikings. Und Ravens waren einfach stark. Also mir haben es echt gefallen. Und für mich sind es heuer, glaube ich schon, dass die Super Bowl-Contender sind, die Baltimore Ravens. Irgendwann müssen es ja sein. Und darum habe ich in der ersten Woche jetzt einmal die Ravens mit den Vikings gespielt. Genau. Ich habe wahrscheinlich den anderen oder den größeren Favoriten noch genommen aus, das war das Stückel Vernunft, von dem ich vorher gesprochen habe. Das andere ist das Stückel Spaß. ich glaube natürlich daran, dass die Saints ein Team haben, die das machen können, weil es ist sehr oft ein Team, ein Überraschungsteam. Ich glaube auch, dass der Kader gut genug ist. Ich glaube nur, dass meine Week 1 Prediction, also die Chance ist her, dass es nicht eintrifft. Also, aber ich hätte mich natürlich freuen. Da jetzt schauen, wenn du nachher im Schweizer Haus sitzt und sagst, unglaublich, Martin, dass du das in der ersten Woche erraten hast. Na, da kriegst du dann von mir sogar noch so ein Bierradi dazu. Dann zahle ich in Jägermeister. Ja, wir kommen zum Ende. Das war die erste Sendung und du, mein Hadl. Uns, glaube ich, hat Spaß gemacht. Also mir auf alle Fälle, Martin. Mir macht Spaß und mir hat es auch Spaß gemacht. Ich glaube, dir auch, oder? Ja. Wir haben uns vorgenommen. Es kann natürlich auch sein, dass wir nächste Woche noch einmal ein bisschen ausholen, wenn wir vielleicht ein bisschen was ändern oder so. Oder es kann auch sein, dass es ein bisschen länger dauert, wenn es Leute gibt, die was sagen, hörst, pass auf, ihr habt euch die Patriots gar nicht angeschaut, aber der Touchdown-Pass oder der Punch-Return war so geil, spitzt den ein. Überhaupt kein Problem. Vorgestellt haben wir uns genau 30, 40 Minuten, je nachdem, wie wir lustig sind. Genau. Wenn es länger dauert, ist es auch okay. Unter einer Stunde wollen wir bleiben und deswegen werden wir jetzt Schluss machen. Genau. Mein Aufruf nur, bitte schreibt uns unter dem Video in die Kommentare, gibt uns ein Like, das würde uns natürlich freuen und empfehlt uns weiter. Und wir wollen natürlich, wir würden uns freuen, wenn ihr uns natürlich euren Input zukommen lasst. Was können wir verändern? Was hat euch nicht so gefallen? Was hat euch gefallen? Ihr könnt uns natürlich auch euer Game of the Week voten, sagt, wem ihr gern sehen wollt oder was für einen Ausschnitt ihr gern sehen wollt. Wir werden uns dann bemühen, das zu erfüllen. Wir werden dann so zu Weihnachten hin kleine Verlosungen machen. Wir haben da einiges anzubieten und da freuen wir uns natürlich schon, da wird es ein bisschen was geben. Es gibt ja sehr viele Österreicher, die in der NFL schon waren und sind noch, und da haben wir einiges, was wir für euch vorbereiten. Und wir sind auch schon dabei, Gäste einzuladen, sprich, wir wollen von Fanclubs Gäste holen, aus Deutschland, Österreich, wie auch immer. Wir haben da sehr gute Kontakte, Martin, genauso wie ich, und da werden wir schauen, dass wir den einen oder anderen, vor den einen aus Packers etc., ja, Mann oder Frau aus den Fanclubs zu uns holen, weil die sitzen natürlich sehr gut an der Quelle. Ich sehe es bei Gang Green Germany, was diese Burschen alles wissen. Wir haben einen Mann, der sogar College Scouting macht bei der Gang Green Germany, offiziell engagiert ist von Minnesota. Und ja, die haben natürlich sehr große Einblicke auf das alles und das werden wir natürlich weitergeben. Ja, ja, wie gesagt, Martin, dann... Genau, alles nicht zu ernst nehmen. Wir sind Fans und machen es für Fans. Und gerade bei den Games versuchen wir das schon sportlich fair und objektiv zu sehen.
Aber ja, ein bisschen Schwarz-Gold wird bei mir immer mitschwingen. Genauso wie bei mir. Ich würde auch gerne rügen, dann wäre ich es extra runterschalten einmal für eine Frage. Ja, und sollte es heuer wieder einen Bad Fumble geben bei den Jets, dann werden wir das über das auch reden. Das heißt, so sind wir nicht, dass wir, wenn auch unsere Teams Fehler machen, stellen wir das natürlich auch vor den Vorhang und werden das natürlich kritisieren. Ich bin der Erste, der fünf Mann die Saints schon wieder ausspülen. Ich bin der, der sagt, dann habt ihr es eh nicht verdient, dann schaue ich euch nächste Woche nicht, ich schaue es ja trotzdem an und sie hören mich auch nicht, leider. Genau. Aber ja, gut, haben wir's. Dann haben wir's und wie gesagt, Dienstag immer einschalten auf Football, Leute. Montag nehmen wir auf, Dienstag seht ihr die Folge und wir freuen uns schon auf nächste Woche und auf euch. Bleibt uns gewogen, schönen Abend, bleibt gesund, das Wichtigste und geile NFL-Season, Leute. Genau, und von mir noch ein Go Saints. Schönen Abend. Brown, right, pistol. Green, left, west, you shift. F short, spider 2, you bananas, see over.